Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Kochvideo. Wenn ihr Bock habt auf zwei super simple, aber verdammt leckere vegane Gerichte für Faule, dann solltet ihr jetzt unbedingt weiterschauen. Ich will gar nicht lange drum reden. Fangen wir an mit etwas, was gerade richtig hart viral geht. Und es ist einfach ein Gericht, da kommt Feta zum Einsatz. Dadurch natürlich, dass Feta so in der Ursprungsversion jetzt gerade nicht vegan ist, habe ich mir aber so Hirtenkäse geholt, der in die Richtung geht. Und alles, was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt in der anderen Ansicht. Moment. Hier rechts seht ihr übrigens schon etwas, was wir gleich brauchen. Aber wir brauchen jetzt erstmal für das Ganze ein paar Erdbeeren. Die habe ich schon mal vorgeschnitten, einfach verteilen. Und dann ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Dann brauchen wir etwas Olivenöl. So, veganer Feta, der kommt hier einfach in die Mitte rein. Das Ganze geht jetzt für etwa 35 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Und in der Zeit machen wir schon mal mit dem anderen Gericht weiter. Und bevor ich es vergesse, wir setzen schon mal das Wasser auf für Nudeln gleich. Ihr könnt auch rein theoretisch die Nudeln direkt mit hier vorne in die Auflaufform tun. Da müsst ihr aber das Ganze mit Wasser aufgießen. Ich mache es heute mal zweigeteilt, deshalb jetzt erstmal hier das Wasser aufkochen lassen. Ich bin ehrlich, ich bin maximal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich habe das nur in einem TikTok gesehen und dachte mir, ich muss es auch unbedingt mal ausprobieren. So, während das jetzt gerade im Ofen backt, wie gesagt, 35 Minuten, haben wir Zeit, um Gericht Nummer 2 zuzubereiten. Das ist ebenfalls total simpel, kaum Aufwand und da kommt aber dieser Freund hier zu, der heißt Nadine. Ja. Wir haben ihn nochmal den Reiskocher genannt. Reisbär. Das hier ist Reisbär, die hätte ich das vergessen können, von Reishunger, dem Partner des heutigen Videos. Und wir werden das nächste Gericht kompletti hier drin machen. So, also es ist sozusagen ein One-Pot-Gericht. Und wir starten damit. Es wird richtig geil. Worauf ich mich freue, ist, dass diese Chips, diese Tortillas zum Einsatz kommen werden. Und das ist ein bisschen mexikanisch, perfekt gerade für die steigenden Temperaturen. Love it. Ihr merkt es auch an meiner Laune, die geht richtig hoch. Und um jetzt zu starten, muss ich einmal kurz hier die Knoblauchzehen, die Zwiebel und die beiden Knoblauchzehen klein hacken. Das machen wir jetzt mal eben. So, hier ist jetzt unser Schätzchen. Zack, machen wir einmal hoch. Hier ist so ein Topf als Inlay. Und da kommen jetzt erstmal unsere Zwiebeln und Knoblauchzehe rein. Wieder ein bisschen Öl. Und dann nehmen wir hier im Menü den Crispy-Modus, starten den und gucken jetzt hier einmal kurz auf die Uhr und lassen das ungefähr so 4 bis 5 Minuten kurz anbraten. So, das ist jetzt ein bisschen angedämpft und ich habe in der Zwischenzeit schon mal die Paprika geschnitten. Die kommt da jetzt auch rein. Auch nochmal kurz runterpacken und nochmal den Crispy-Modus für so 5 Minuten weiter laufen lassen und dann geht es auch schon weiter. So, in der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Reis. Ich nutze hier den Basmati-Reis von Reishunger und der wird immer empfohlen, dass man den vor dem Kochen 2-3 Mal ungefähr durchspült. Genau, und das machen wir jetzt. Ich brauche für mein Rezept hier genau 2 Cups Reis und das Ganze spüle ich mal eben durch. So, und während Reisbär da hinten noch für mich gerade am Kochen ist, ein Hinweis mit dem Code Reis. Philipp, hier ist gerade eingeblendet und einem Mindestbestellwert von 15 Euro bekommt ihr ein Finde dein Lieblingsreisset gratis bei Reishunger dazu. Dafür geht ihr jetzt einfach, also könnt ihr über den Code nutzen oder einfach über den Link in meiner Infobox gehen. Dann wird euch das, wie gesagt, ab 15 Euro Mindestbestellwert einfach dazu gepackt. Da könnt ihr euch mal durch das Reissortiment durchprobieren. Mega cool, oder? So, wir machen jetzt weiter mit dem Rezept. Ich habe ultra Hunger und freue mich schon darauf. Wo habe ich den Reis getan? Wir gehen wieder in die andere Ansicht. So, Freunde, Water is cooking. Dann tun wir jetzt hier Vollkornspaghetti rein. Ich würde die Nudeln eurer Wahl nehmen, aber in dem Fall habe ich mich für die guten Vollkornnudeln entschieden. Kocht jetzt einfach eine Packungsangabe zu. Das sind ungefähr so 10 Minütchen. So, unsere Paprika sieht jetzt so aus. Dazu kommt jetzt, das ist Kidneybohnen und so eine Reis-Erbsen-Mix mit rein. Dann natürlich unser Reis, etwa 400 Milliliter Passata oder beispielsweise könnt ihr da auch perfekt eine Soße, eine fertige Soße von Reishunger nehmen, das geht auch klar. Dazu kommen noch 2 Cups Wasser, ganz ein bisschen vermengen, so, nicht zu sehr, dass der Reis nicht unten ankommt, dass der jetzt gleich hier oben aufgehen kann. Und noch so eine Handvoll, ja, italienische Kräuter mache ich mal hier, ist auch mal ganz lecker. Noch kurz ein bisschen untergeben. Und jetzt klappen wir das Ganze zu. Und wählen jetzt hier einfach nur den Reismodus. Und schau, jetzt müssen wir warten, bis er durchgelaufen ist. Und dann ist unser Essen auch schon fast fertig.
Schaut euch das an, wie gut das jetzt schon aussieht. Oh Leute, guckt euch an, wie geil das aussieht. Ich raste aus. Vorsicht, es ist ultra heiß und jetzt machen wir nichts weiter als das Ganze zu zermatschen. Guckt mal, wie gut das Ganze hier geworden ist. Ich raste aus. Ist auch richtig schön creamy. Nehme ich jetzt hier ein bisschen was von dem Basilikum, den habe ich vorhin schon sauber gemacht. Und rupft den hier einfach mit rein. Jetzt kommen unsere Freundin hier die Nudeln da rein. So, ist nicht, was ich sagen soll. Was für auch, was für eine schöne Farbe auch einfach. Sieht so fancy aus, ne? Dass nicht sommerlich lecker aussieht. Und so sieht das Ganze jetzt aus der Nähe aus. Ta, 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 ta. Das sieht doch schon mal nice aus, oder? Und jetzt probieren wir es. So, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das schmecken soll. Also irgendwie, ich kann es gerade nicht abschätzen. Probiere mal alles irgendwie auf die Gabel zu bekommen. Natürlich kann man Spaghetti auch schneiden. Und so viele von euch sitzen jetzt da und denken sich, oh Gott, nein, was macht er da? Warum hat er nicht einfach direkt andere Nudeln genommen? Weil ich es kann. So, da kann man auch direkt viel besser essen. Naja, jetzt fällt mir schon so ein Stück Nudel runter. Und ich will noch so ein Basilikumblatt, alles in allem jetzt haben. Boah, das schmeckt durch den zerlaufenen Filter ultra sahnig. Von der Konsistenz her. Aber die Erdbeere bringt so einen krassen Fruchtkick mit rein. Das ist ja unglaublich lecker. Also ohne Witz, wenn ihr Möglichkeiten habt, macht es zu Hause nach. Und wir schauen jetzt mal, wie es eigentlich mit Reisbert und unserem zweiten Gericht aussieht. Und zwar müssen wir hier noch kurz eine Avocado vorbereiten. Boah, ist ja viel zu einfach hier. Jetzt nichts weiter, als hier einfach kleine Scheiben zu schneiden. Ohne Schale natürlich. So, und jetzt müssen wir tatsächlich hier auf Reisbert warten, dass der fertig ist, damit wir alles final fertig machen können. So, dann schauen wir mal. Das sieht aber gut aus. Jetzt dürfen wir nämlich auch umrühren. Oh, schaut mal. Das hat sich richtig schön alles verteilt. So, hier haben wir ja unsere Avocado. Und jetzt brauchen wir noch die Chips und eine Schale zum Anrichten. Ich habe richtig Hunger gerade. Das hier sieht schon mal jetzt top aus. Und jetzt kommen hier einfach an die Seite unsere Avocado-Scheibchen. So. Und was fehlt jetzt noch genau? Chips, unsere Tortillas. Die können wir einfach an den Rand mit drapieren. So, und dazu packe ich jetzt einfach noch so einen Kleckser veganen Joghurt. Ein paar Gewürze drauf. Und schon ist diese Bowl hier fertig. Und jetzt probieren wir die auch mal. Schaut mal, so sieht das Ganze jetzt aus der Nähe aus. So, jetzt machen wir den großen Geschmackstest. Sieht so, es riecht einfach fantastisch. Mega. Das habe ich noch. Aber ich bin ehrlich, so schmeckt der Urlaub. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, euch gefallen die Rezepte genauso gut wie mir. Sie sind beide unfassbar lecker. Die Rezepte dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Wenn euch das hier gefällt, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, hier neben mir findet ihr noch zwei weitere Kochvideos. Und dann würde ich sagen, danke wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns bald in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss!